Hallo und herzlich willkommen hier zurück zu The Infected. Ja, ich habe es leider in der letzten Folge, wo wir Halloween eigentlich hatten, oder wie ihr es auch immer nennen wollt, habe ich es leider vermehrt, es aufzustellen. Ich habe nicht dran gedacht und ich habe auch nicht gewusst, dass wir in diesem Bereich auch neue Sachen drin haben. Passiert halt, ne? Was willst du machen? Ich habe es jetzt nachgeholt und ich nutze noch ein bisschen die Dunkelheit. Ich habe auch, wie gesagt, ihr seht, die ganze Nacht hier dafür gebraucht, mehr oder weniger. Habe noch ein paar andere Sachen gemacht, aber naja, was willst du halt? Es ist, wie es ist. Ne? Sieht auf alle Fälle schön aus. Auch hier die Totenköpfe mit der Flamme drin. Man kann die auch an- und ausmachen. Dann gehen die so ein bisschen, klimmen die aus. Ist wirklich genial gemacht. Und da sind sie wieder an. Echt schön. Zu finden, ganz einfach. Hier unter Bauen platzierbares Möbel und Beleuchtung. Na, findet ihr es? Auch hier diese neue Öllampe. Kupferbarren, Eisenbarren, Fischöl. Weil ich das Fischöl jetzt nicht habe, habe ich mir die mal erlaubt, mit der Einstellung zu machen, freies Bauen. Weil, ja, sonst weiß nicht, wie lange es jetzt gedauert hätte, bis ich das gehabt hätte. Aber das habe ich mir mal erlaubt, diese Lampe da zu bauen, ohne dass ich jetzt den Fischöl organisieren muss. Jetzt muss ich bloß mal überlegen, wo ich die hingebaut habe. Das ist eine ganz gute Frage. Und ich weiß es nicht mehr. Egal, wir gucken erstmal hier. Wir haben sie hier. Ich habe sie da nochmal hingestellt. Hier die. Und ich habe auch hier oben mal in den ersten Stock. Ich fand das eigentlich eine geniale Idee. Ich weiß nicht, wie das von unten im Dunkeln aussieht. Wir werden das uns gleich mal anschauen. Und ja, ich weiß nicht, wo ich sie hingestellt habe. Ich hätte eigentlich gedacht, ich habe sie gebaut. Nun ja, wie auch immer. Ich wollte das nochmal zeigen von hier unten. Die Kürbisse. Oh, schick, ne? Also ja, das Spiel hat schon seins. Auf jeden Fall. Ne? Wobei die Totenköpfe ja vielleicht fast noch geiler aussehen. Ja. Auch wenn ich nicht so unbedingt der Freund davon bin. Aber in dem Fall ist das in Ordnung. Ist ja schließlich, auch wenn es wie gesagt gestern die Folge eigentlich war. Da ist die Lampe. Ich habe sie gefunden. Oh, die geht auch ohne? Mhm. Ich muss mal ganz kurz gucken. Ich habe das aber nicht mehr drin, ne? Ich weiß jetzt gar nicht, ob ich aus... Doch, ich hatte ausgelockt. Möbeleinrichtung und Beleuchtung. Nee, ist nicht mehr drin, siehst du. Genau. Da gehen wir auf Nummer sicher. Also wie gesagt, die hatte ich mir mal gesetzt. Und macht auch einen schicken irgendwie. Sieht aus wie so eine Gaslampe, so eine alte, ne, aus den 20ern oder aus der Jahrhundertwende, aus der vorigen Jahrhundertwende, 1900 so. 1910, keine Ahnung, die Straßen, Straßenlaternen hier, Gaslampen. Sieht echt gut aus, gefällt mir. Ja, mein Rauschen im Hintergrund ist mein Rechner, ich weiß nicht, was er heute hat. Ist ihm vielleicht zu warm oder er muss zu viel leisten, ich habe keine Ahnung. Vielleicht ist ihm alles heute zu viel. Ja, da können wir mal was reintun hier. Die hat er auch aufgefüllt, ne? Und auch hier Sand und so macht er alles. Na, ihr seht es, das ist der Wahnsinn. So, ansonsten sind die schon wieder fertig hier. Da können wir mal nachlegen. Und ja, ich weiß jetzt nicht, wie viel wir noch brauchen. Aber ich könnte mir auf alle Fälle mal den Hammer machen und ein bisschen aufwerten. Ich habe mir überlegt, dass man nächste Runde vielleicht mal einen Ausflug machen mit dem Auto. Und vielleicht mal die eine oder andere Stadt looten. Ja. Wäre auch eine Möglichkeit, ne? So, und ich kann übrigens mal schauen, ist mein Treibstoff eigentlich fertig? Ja, der ist fertig geworden, siehst du? Läuft. Läuft auch. So, hier läuft es auch. Sehr gut. Da hat er sogar gar nicht so schlecht produziert, ne? Warte mal, das bringt mich gerade auf die Idee, hier nochmal nachzufüllen. Na, wir haben in der letzten Folge, haben wir das ja gemacht. Ne, das war das Falsche, das brauche ich. Wobei ich auch sagen muss, der könnte ruhig ein bisschen mehr stapeln als 25, aber am Ende ist es auch genug. So, was habe ich jetzt noch hier dabei? Das kann ich mal rückgängig machen. Da haben wir noch ein bisschen Sand. Hier waren die Bretter drin, die ich von uns gesucht habe. Ja, weißt du was? Ich habe eigentlich, ne? Hier ist der andere Sand, den habe ich von uns schon mal vernichtet.
Ich habe nicht, nicht auf H gedrückt, sondern ich habe alles rausgeholt. Da bin ich hergeschlichen. Naja, ist egal, ne? Also am Ende ist es dann eigentlich wurscht. So, jetzt würde ich gerne mal gucken. Wir haben hier noch bei den Werkzeugsachen. Ne, das war hier drüben. Doch, das war hier. Hier haben wir doch den Hammer. Werkbank hergestellt werden. Reparaturen, Konstruktionen und zum Hinzufügen von Bäumen. Mhm, okay. Was brauchen wir? Stock, Stein, Seil. Stock. Seil und Stein hat man gesagt. Ne? Stein ist jetzt hier unten. So. Ich glaube nicht, dass wir den so bauen können, oder? Wir probieren das mal. Hm, wo ist es? Nee, können wir nicht. Doch, warte mal. Hat er doch angezeigt. Hier, herstellen. Hat sogar funktioniert. Auf der 3 ist er. Ja, ich hoffe mal, der nimmt jetzt nicht so viel, ne? So. Wir sind jetzt hier. Jetzt muss ich mal gucken. Fundament. Der zeigt das gar nicht an. Das ist zum Reparieren, das Ding, oder? Hätte ich das mit dem machen sollen? Hier, bleib mal bei dem bitte. Hier zeigt das an. Das ist ja ein Ding. 15, da gibt doch noch mehr hier. Hallo. Ja. Wahnsinn. Ja, wir sind natürlich müde und wir sind überladen. Weil wir viel zu viel haben hier. Reicht das, um das fertig zu machen? Nee, ne? Ah, schade. Schade, schade, schade. So, dann können wir das mal hier reintun. Genau. Ja, und dann müssen wir gucken. Gut, dann war es nicht der. War auch nicht so schlimm. Nehme ich mal auf. Ja, ich habe leider... ich habe unten noch was, glaube ich. Ich kann das unten hin tun. Also wie gesagt, so sah es aus und ich fand das eigentlich ganz prickelnd. Deswegen habe ich mir gedacht, wir nehmen das mal somit in den Nachtmodus mit rein hier. Auch wenn es natürlich vielleicht dann, ja, dementsprechend früh am Morgen ist. Und ich natürlich die ganze Nacht dafür mehr oder weniger gebraucht habe. Es ist unglaublich, wie die Zeit fließt. Du machst und machst und machst und trotzdem reicht es nicht. Ich mache jetzt mal ganz kurz ein kleines Schläfchen hier, dass unser Erholungsbalken ein bisschen hochkommt. So, wunderbar, das soll schon reichen. Dann gehen wir noch was essen. Jupp. Jawohl. Und dann trinken wir noch was und dann sieht es gar nicht so schlecht aus. Genau. Und dann haben wir es auch schon 12 Uhr Mittagszeit. So, ich muss mal ganz kurz gucken, wie es bei uns mit dem Strom aussieht. Ja, Wahnsinn. Aber wir haben ein bisschen leer gesaugt wahrscheinlich über Nacht, ne? Die Mischer. Was haben wir denn da noch drin? Da haben wir noch ein bisschen was. Ich habe bloß kein Leben mehr, ne? Da müsste ich nochmal welche holen. Das könnte man ja machen. Okay. Habe ich die dabei? Ja. Dann machen wir das mal. Ich würde aber das gerne dabei haben wollen. Das ist jetzt die 3, ne? Und da ist es schon wieder alle. Habe ich denn hier noch was zum Verfeuern? Nicht wirklich, ne? Damit bin ich auch voll. Hier habe ich noch Metalle. Ach, weißt du was? Dann soll es abbrennen. Ist mir auch egal. So. Ja, ich habe nicht mehr viel an Dings. Ich habe jetzt hier das ganze Umfeld auch abgelootet. Wir müssen jetzt ein bisschen weiter raus. Das ist natürlich nicht ganz so schön, aber... Was willst du machen, ne? So, wir fahren mal ein bisschen die Straße lang. Vielleicht sehen wir links und rechts was. Nein. Ist das nicht dein Ernst?
So, habe ich mal schnell was geholt. Das habe ich jetzt mal rausgeschnitten. So, da haben wir was drin und dann kann es weitergehen. So richtig viel sehen tue ich hier nicht. Ich sehe da eins. Zwei. Okay, wenigstens was. Ich müsste eigentlich noch irgendwo was haben. Ich hatte eigentlich noch in irgendeine Kiste was getan, fällt mir gerade ein. Naja. Mal gucken, wo es ist. So, was ist da unten? Da ist auch noch was. Eigentlich ist das ja, man müsste es eigentlich ein bisschen anders spielen, ne? Dass es das mehr Fets hier drin gibt. Weil so hast du ja durch die Dörfer hast du ja Haufen Überschuss, ne? Ich glaube, das, was du im Dorf findest, sollst du zum Händler bringen. Ja, das kann ja dann alles Mögliche bedeuten. Und du kriegst dafür deine Blaupausen. Musst nichts selber jetzt großartig umständlich herstellen, was jetzt. Ich meine, wenn du es so spielst für dich, ist das ja gut. Aber wenn du hier als Let's Play geht das ja ewig. Also entweder müssen wir dann offscreen vorbereiten ohne Ende, so wie ich das jetzt mal die 5 Tage oder so gemacht habe. Mal zwischendurch, um das einfach mal ein bisschen aufzuholen. Also wir sind rein theoretisch 1, 2 Monate hinterher. Wir müssten eigentlich im Juni müssten wir schon sein, glaube ich. Ja, aber naja, was willst du machen? Ist halt wie es ist. So, jetzt müsste man eigentlich. Einen können wir vielleicht noch. Ich hoffe, ich finde mein Quad wieder. Da ist es. Kaum Rätsel davon, ist schon da. Das ist nicht schlecht. So, hier drüben, ich sehe da einen. Sehr gut. Ja. Irgendwo hatte ich noch was hingetan. Mal reingeschaut, wie viel haben wir denn? 30, 60, 70, 80. Ja, muss das mal reichen. Und ich fahre mal zurück, mache das mal schnell fertig. Wir schneiden das mal, dass das hier, weil das doch relativ, das sind ein paar Minuten, die nehmen wir uns mal die Zeit und schneiden das mal raus und dann tun wir das weiter veredeln. Ja, sonst wird die Folge ja nur Gebacke von Lehm und so. Ihr wisst Bescheid, Zement. Wolf. So, bis gleich.
Ja, irgendwo da unten schleicht der Wolf rum. Hoffe nur, der tut mir nicht. Hier hochkommen kann ich nicht gebrauchen. Na egal. Okay, also da habe ich ein bisschen was gemacht und ich habe auch die Kiste wieder gefunden, wo es drin war. Und zwar habe ich hier noch ein bisschen was. Ja, irgendwo muss es ja sein. Habe ja die Nacht doch ein bisschen was gemacht. Und hätte es fast vergessen, ne? Kommt jemand hoch? Nee. Okay, gut. Dann machen wir das mal zu Ende hier, wenn wir schon dabei sind. So, und dann sieht das vielleicht auch gar nicht so schlecht aus. Wobei ich sagen muss, der Holzlook hat schon irgendwas, ne? So, brauche ich denn. Ne, die Säule brauche ich nicht mehr. Die mache ich jetzt mal weg. Dann werfen wir die hier dazu. Jawohl. So. Wenn ich ehrlich bin, Beton. Naja. Ja, also, ja. Das, was ich gut finde, ist das hier. Dass das sich dann so ein bisschen so austut. Das sieht echt nice aus. Kannst du nicht anders sagen. Das gefällt mir immer ganz gut eigentlich. Aber prinzipiell finde ich den Holzlook besser. Ich wünschte nur, von dem Holzlook gibt es noch eine andere Variante. Bisschen veredeltes Holzlook, ne? Zum Beispiel wie bei Icarus an der Schreinerwerkbank kannst du das machen. Da kannst du verbessertes Holz herstellen. Da bin ich zwar noch nicht, aber ich habe mir das schon angeschaut und es sieht wirklich gut aus. So, dann würde ich natürlich auch gerne das hier unten machen. Wo ist es hin? Hier. Das hätte ich auch gerne. Okay, dann muss ich noch was holen. Und ich schaue mal hier rein, ob das letzte bisschen hier fertig ist. Okay. Na komm hier. Das Schöne ist bei diesen Mischern, die brauchen nur Strom, wenn sie auch laufen. Ansonsten haben wir da einen Überschuss und das ist echt cool. Also sehr, sehr vernünftig das Ganze. So, jetzt muss ich nochmal hier reingucken. Da hat man auch noch was. Das ist zu viel. Dann muss das andere reichen. Ja, ich bin jetzt gerade am Überlegen, ob ich das. Na gut. Aber das ist repariert, ne, oder? Ja, ist nur noch das hier. Dann haben wir das nämlich auch repariert. Dann muss ich nicht mit dem Steinhammer ran. Ich konnte ja auch solche Reparaturkits machen für ihn hier. Dann würde der das übernehmen. Aber die sind auch relativ teuer, glaube ich. So, da hätte man zumindest schon mal die Basis hier gemacht. Ich weiß jetzt nicht wirklich. Bin ich gerade am Überlegen, ob man das hier oben wirklich machen aus Dings oder ob man das aus Holz lassen. Holz sieht natürlich klassisch gut aus. Ich würde es vielleicht sogar lassen. Die Schrägen wollte ich sowieso lassen. Und auch hier finde ich es eigentlich ganz prickelnd, ne? Das zum Beispiel sieht eher aus wie so ein Anlegerhafen hier. Ja, dann schwebt das auch ein bisschen in der Luft jetzt. Gut, da haben wir noch die Säulen drunter, aber ja, naja. Na, weißt du, wie ich es meine? So. Und dann machen wir das noch hier. Geht das? Ja. Ja, dann ist das nämlich auch stabil. Sehr gut. Okay, gefällt mir ganz gut. Haben wir wieder was geschafft. Ja, und plus zweimal im Jahr werde ich das auch nicht mehr machen. Das muss ich ganz ehrlich sagen. Das muss ich dann abpassen oder weiß ich nicht. Wir gucken nur in 10 Folgen rein, dass ich dann wirklich was zusammenschneide, weil ich weiß nicht, woran es liegt, aber geht ein Projekt länger? Ich kann nicht genau sagen, wie viele Folgen. Das ist halt auch das Problem. Dann kommt so ein Loch. Ich weiß nicht, ob ihr das kennt. Das kommt so ein Loch und dann denkst du dir. Ja, da kommt das Loch und dann denkst du dir. Naja. Ich meine, es macht Spaß, aber weil es ja doch neue Teile auch sind. Aber zweimal im Jahr. Ich weiß nicht. Natürlich ziehen wir das hier durch, aber für die Zukunft habe ich mir das vorgenommen. Ich habe das mit der Leiter nochmal geändert. Ich weiß nicht, ob ich es gezeigt hatte, vorgestellt hatte. Ich habe das so gemacht. Und wir sind ja in der Ecke da drüben, sind wir ja hier angedockt. Genau. Und dann sind wir, oder hatte ich das so, dass durch die Säule konnte man dann hier weitergehen. Das hat aber, wie gesagt, nicht funktioniert. Ich habe das jetzt so gemacht. Ich werde hier auch eine Trennwand hinmachen. Ja, und dann werden wir hier hochmachen. Was ein bisschen blöd ist, dass das hier halt nicht ganz aufsitzt, aber wir tun so, als wäre es hier oben verankert. Ne? So, und das wird dann auch die zweite Etage.
Da, das wäre der Wohnbereich. Das wäre die zweite Etage. Und hier machen wir dann nochmal. Entweder machen wir hier halbe Wände. Auf alle Fälle möchte ich hier noch einen Balkon haben. Ja, und das ist es. So, ich kann schon mal gucken, was haben wir hier noch? Stahl ist schon drin. Wir brauchen Glas. Und Schräubelis. Ja, da können wir gleich mal gucken, wie es aussieht. Glas haben wir jede Menge. Wow. Ist auch so schwer. Hammerhart. Aber so ist es halt. Ja, und natürlich hebe ich mir das ein bisschen auf, mache das mit euch zusammen. Ja, ganz klar. So, das ist schon mal fertig. Cool. Ich weiß ja nicht, ob ihr das kennt. In Amerika gibt es da so einen Indianerstamm. Die nehmen die Bauunternehmen ganz gerne, weil die schwindelfrei sind. Die haben kein Schwindelgefühl. Das kennen die nicht. Und da sind die natürlich als Wolkenkratzer, Bauer, Constructor absolut Gold wert. Ne? Die tänzeln da auf dem Balken da oben rum. Das ist echt eine Hammergeschichte. Habe ich denn keine Schräubelis mehr? Hier, Schräubelis sind hier. Ja, und dann ist es das schon. Weißt du was? Ich brauche vielleicht noch ein paar. Ich mache mal noch hier 3 Stück. So. Kann ich noch was mitnehmen an Glas? Bisschen was. Gut. Dann machen wir das nämlich hier zu Ende. Na? Tüdelü. Und ich finde das gerade cool, wie wir das machen. Gefällt mir gut. Nein, was fehlt denn hier? Jetzt fehlen hier die Stahlbahnen. Ich wäre wahnsinnig. Tüdelü. Ja, der braucht ein bisschen, ne? So, da haben wir 6, 7, 8, da haben wir 4 Stück. Und wir sind schon wieder zu schwer. Weißt du was, wir sind sowieso zu schwer. Dann nehmen wir hier ruhig noch was mit. Es ist am Ende egal. So, nehmen wir uns ein bisschen Zeit. So ist es halt. Ruhig und gemütlich. Ja, und dann, wie gesagt, das Wohnbereich wird jetzt 2 Stockwerke hoch. Dann kommt nochmal eine Glassache drüber. Und dann wird oben der letzte Abschluss sein. Und da werden wir dann oben ein bisschen Terrasse machen. Ich habe überlegt, ob ich oben vielleicht die Decke jetzt zumache. Ja, also ganz Glas muss ich sagen. Ich meine, der Film, das Glashaus hier. Ja, wo das alles so elektronisch geht und wo die Geister drin sind. Nee, war das das Glashaus? Geisterhaus? Ich weiß es nicht mehr. Das war natürlich ein schöner Film. Auch von den Horror mal abgesehen, der so ein bisschen herrschte. aber die Mechanik war schon cool. Aber ja, ansonsten, wenn du da einen Überblick verlierst, als älterer Mensch ist das dann vielleicht auch nicht mehr so geeignet. So, da haben wir das. Folgen wir mal der Schiene hier. Ups. Wenn wir hier abstürzen, dann weißt du Bescheid. So, mal gucken, wie weit wir kommen. Ja, ich glaube, das läuft. So, da haben wir das. Okay. Ja, wie gesagt, ich wollte es gerne hier, dass wir das als Konstruktion. Dann wollte ich gerne Brüstungen. Oh. Da müssen wir was. Wände, halbe Wände hier. Ja. Nee. Geht nicht. Oh, oh. Halbe Wände wären das. Das funktioniert nicht. Das funktioniert nicht. Decken, Dächer. Da haben wir das. Türen. Ja, da müssen wir es so machen. Dann müssen wir es so machen. Warte mal. Da kriegen wir vielleicht sogar die eine hier hin.
die so halb offen ist, hä? Oh ja. Oh geil. Das sieht gut aus. Holz wollte ich zwar eigentlich nicht verwenden, aber so ist es halt. Na, das ist so, ja, so ein Zwischending hier. So, dann machen wir mal Decken. So, dann nehmen wir die Dinger. Kommen wir hier hoch? Reicht das? Ja, das reicht auch. Da kommen wir nicht hin, das ist zu weit. Was haben wir denn hier alles drin? Die Sachen haben wir drin. Warte mal, das kriegt man doch gebacken, oder? Was brauchst du? Du brauchst Holzscheite. Holzscheite und Holzscheite. Das sind fünf, das sind sieben Holzscheite. Das kriegt man ja wohin, ne? Ich glaube, ich muss mal was trinken. Tülü. Das sollte ja eigentlich langen. Dann ist es zumindest hier schon mal abgegeben, aber wow. Ist nicht dein Ernst. So, ich muss mal ganz kurz was trinken. So, haben wir das? Sehr gut. Was haben wir denn noch drin hier als nichts? Wir sind so schwer. Warum sind wir denn so schwer? Weil wir die ganzen Geräte mit haben, ne? Ich nehme die mal mit. Ich brauche noch Schrauben bestimmt. Ja. Schrauben. Glas. Glas brauchen wir noch. Nee, weißt du was, das ist mir jetzt ein bisschen zu dumm, das so zu machen. So, dann machen wir das mal so, so. Da kommen wir nicht hin. Ja, so ist das okay. Ja, normalerweise müsstest du dir da immer Markierungen machen, dass du das auch siehst, dass das eben, Glassachen und so sind, ne? Was? Meine Güte. Schwer über schwer. Habe ich jetzt alle Schrauben rausgetan? Was machst denn du? Naja. So, ja, haben wir alle rausgetan. Super. So, damit ist unser Stahlvorrat erstmal passé. Ja.
So. Wunderbar. Gut, haben wir das. Okay, ich kann hier nochmal schauen, ob wir hier noch Blei haben. Da haben wir noch eins. Das ist nicht unbedingt viel. Ja, aber das kriegt man hin, ne? Das kriegt man hin. So, das haben wir auf jeden Fall. Kriegt man das noch hin hier, das durchzuschmelzen? Vielleicht. Was habe ich noch? Ich habe auch kein Glas mehr. Hier habe ich aber noch Sand. Siehst du, da habe ich auch noch ein paar Reste. So, ich tue mal was rein hier. Und ich nehme das alles mal mit. Ist natürlich schwer, aber was willst du machen, ne? Gut, ich werde mal versuchen, die Nacht. Ja, also noch haben wir ja nicht Nacht, aber ich werde mal in die Höhle fahren. Noch ein bisschen Blei holen, dass wir morgen noch den restlichen Stahl haben. Was werden wir brauchen? Wir haben 3, 6, 9, 12 Teile für die Brüstung. Dann ebenfalls nochmal 3, 6, 9, 12 Teile für Bodenflächen. Das heißt, wir haben also 24 Teile. Ich bräuchte 50 Stahl ungefähr noch. Pi mal Daumen. Sagen wir mal 60 Stahl. Davon kriegen wir morgen vielleicht einen Bruchteil hin. Dann werden wir das noch zweimal machen und dann wird das schon irgendwie funktionieren. Was habe ich denn jetzt eigentlich geholt hier? Glas, ja. Da wollte man noch was reintun. So, wunderbar. Jupp. Das können wir hier reintun und dann würde ich sagen, ich mache den, ja, ich hole das und dann werden wir sehen, wie weit wir kommen. Und dann danke ich euch fürs Zuschauen, fürs Dabeisein und wir sehen uns gerne wieder, wenn ihr mögt. Bis dahin, macht's gut. Ciao, ciao. Auf bald. Jetzt holt er das wieder davor. Das ist mir einer.